So, da sind wir wieder bei Let's. Ja, jetzt hör auf, mit deiner Schiffshütte zu krapschen und jetzt bin ich tot! Dank dir. Ja, hallo, Welt. Bei Let's Sterb Terraria sind wir wieder. Und ich schaue jetzt einfach gerade mal so mittendrin in Skype, wer mich angeschrieben hat. Niemand. Okay, gut. Ich bin professionell. So wie immer. Oh. So wie immer. Ja, forever alone. So, abbauen. Ja. Gut. Jetzt habe ich gar nicht mehr die Audiospur neben mir. Das geht auch nicht. So, jetzt hat aber. Jetzt geht alles wieder wie hier. Frisch von Zügen. Ich bin schon wieder fast tot, obwohl ich gerade erst gespawnt bin. Wo bist denn du? Ich bin hier oben. Ich baue gerade die Steine ab, um das Wasser durch zu geleiten. Gleiten? Oh ja. Boah, du hast... Guck mal, ich habe einen Freund gefunden. Ja, hui, hallo. Der kann Feuerbälle schießen. Ich auch. Guck mal, wie dumm der ist. Er ist tot. Oh. Nein, ich lasse es noch nicht runter. Nein, wegen der Luft. Ach so. So muss ich machen, genau. Und so, und so, und so. Du solltest nicht allzu weit an der, zu nah an der Lava sein, Alter, weil das Stirb Skelett nicht geht. Ja, ich wollte nur hier ein bisschen so mich vorkämpfen. So, da eins hin und da werfen wir hier so ein paar Leuchtstäbchen rein, damit du auch mal was siehst. Danke! Und ich baue mir das Eisen hier ab. Er hat meinen Weg erhellt. Ich glaube an dich ab jetzt. Das ist sehr schön. Das hoffe ich ja wohl. Ja, Sand, hui. Wir alle brauchen Sand. Sand ist was Tolles. Gut, warum hast du nicht gesagt, dass du hier so viel Obsidian hast? Was? Weiß ich nicht, ich habe nicht gewusst, dass du hier so viel Obsidian hast zum Abbauen, sonst hätte ich ja geholfen. So. Ach, du doch nicht. Okay. Was wolltest du fragen? Gar nichts. Oh, eingesperrte Fledermäuse. Oh, ich ertrinke. Nein! Oh. Die Internetverbindung ist gerade irgendwie von einem von uns sehr schlecht. Von dir vermutlich, weil ich meine, ich habe ja eine sehr starke Leitung. 6K und so. Okay. Dann nehmen wir es einfach hin, dass mein Internet kacke ist. Oh nein! Was machen wir einfach mal so eben? Und zwar aus dem einfachen Grund, dass ich jetzt mal mit Wasser hier ablaufen lassen kann. Ach so, wir haben schon das ganze Obsidian. Okay, ja, dann kannst du es ablaufen lassen. Tipptopp. Tipptopp ist auch bald. So. Wie viel Obsidian haben wir jetzt schon? Ich habe gerade 175. Du dürftest ein bisschen mehr haben. Wir müssen übrigens aufpassen, dass da unten nicht die Hölle ist. Da unten ist nämlich die Hölle. Das heißt, das ganze Wasser verdampft, wenn es da runterfließt. Oh. Ich habe... Nee, hier ist noch ein Ding, Becken vor der Hölle. Beziehungsweise hier ist genau der Übergang zur Hölle. Ich weiß nicht, ob es verdampfen wird. Fast 300. Das klingt ja super, ja. Kann man sich nicht beschweren. Was ist denn das? Was? Die Adern der Hölle, ah! Ja, und du siehst, das ganze Wasser verdampft dort auch. Also dürfen wir jetzt nicht hier abbauen, oder was? Doch, klar, die erste Schicht halt, aber das Wasser verdampft halt, wenn du es beobachtest. Es bleibt ja nicht da drauf. Wie, also dann... Ah, okay. Früher hatte ich meine ganze Hölle mal unter Wasser gesetzt, das war lustig. Wir müssen uns entweder beeilen mit abbauen oder halt gar nicht. Ich wäre ja für beeilen. Ich auch. Okay. Und wir haben genug Wasser. Ich hole mal wieder was drunter. Achso, kommt schon. Nee, boah, das war knapp. So. Und schnell weiter abbauen. Go, go, Power Rangers. Go, go, Wasser Rangers. Achtung, Feuerwehr. Aua. Kannst du mit der Spitzhacke zerschlagen. Guck mal, da unten ist schon wieder so eine Einer mit der Voodoo-Puppe. Die ist gar nicht mehr selten. Ist ja auch lustig. Stirbt er mal? Danke. Bisschen Wasser für dich. Ja, bisschen. Das war ja ein Tropfen. Ah, danke. Obwohl, ich baue das wieder zu. Wenn ein bisschen was rausgeflossen ist, so. Damit wir einfach noch für das zweite Loch Wasser haben. Ja, aber... Achso, ab dieser einen komischen Aderschicht. Ja, das ist die Höllenschicht. Ah, okay.
Deswegen verdampft es da drüben auch noch nicht. Oh. Brauche ich mal hier drüben ein bisschen. Wasser, Hilfe. Was Wasser? Wasser, ich brauche Wasser. Ja, hier drüben brauchen wir noch mindestens genauso viel Wasser. Ist egal, wo wir abbauen. Ja, aber lass das Team zu Ende bringen. Lass es uns zu Ende bringen. Komm. Ich töte mal kurz diesen Feuerimp. Okay. Hey. Wir können diese Super Mario Blume verlieren. Was? Wir können eine Super Mario was? Die Feuerimps können so eine Super Mario Blume verlieren. Da kann man Feuerbälle echt werfen. Ja. Mit Magie geil halt. Danke. Ich lass mal hier so ein bisschen Wasser runter. Wasser im Arsch. Wasser am Arsch. So, Smaragde sind hier auch noch ein paar. Die gönn ich mir auch. Da unten die Dämonen. Hol Wasser, schnell. Oh. Was heißt hol Wasser? Hier gibt's kaum noch Wasser. Stimmt. Das sollte man ganz schnell ändern. Toll. Eine Aufgabe für Wasserman. Wieso nicht Aquaman? Weil es den schon gibt. Ich Wasserman bin. Also ich bin Wassermann von... Ach so. Weiß schon. So, ja, ich toll. Ich begehe mal Suizid, ne? Warum? Nein. Was ist das, bitte? Aua. Warum? Was denn? Warum tötest du dich? Ich wollte unten so ein bisschen erforschen. Hier unten gibt es nämlich Truhen, da ist verdammt viel Zeug drin. Oh oh, oh oh, der kann er gleich durch. Oh oh. Der Dämon, oder was? Oh, ja. Ja, komm, so viel Leben haben die auch nicht. Du hast doch dein neues Schwert, dein wunderschönes, was du noch nie eingesetzt hast. Ich hab Angst. Hä? Die ganze Zeit, du Monster. Okay, dann hab ich's nur noch nicht gesehen. Hier, hey, warum? Gesicht. Warum baust du da wieder zu? Angst. Ich hab vor deinem Spiegelbild Angst. Okay, so. Der mit der Puppe, den müssen wir töten. Okay. Soll ich da jetzt echt rein? Ja, du kannst doch warten, bis ich einfach immer wieder spawn und mich immer wieder selber umbringe. Ist mir egal. Ich kann auch gerne 50 Mal reinspringen, bis es tot ist. Soll mir auch recht sein. Wir sollten uns mal unbedingt gute Heiltränke machen. Das gibt's ja nicht. Oh oh. Oh nein! Was hat dich getötet? Alles. Alles? Ja, alles. Alles auf einmal. So, jetzt komm her, du Feuerdämon. Komm. Alter, ich fühle mich hier gerade wie bei Tohu. So, okay, er ist tot. Da ist die Guide-Puppe. Ja. Ich muss sie nur aufsammeln. Wo lang? Ach, ich hab dir deinen Goodie noch gar nicht gegeben hier. Bin ich hier richtig? Ja, bin ich. Ach, guck mal, hier unten liegt nochmal ein Herzcontainer. Den nehme ich doch gleich mal mit. Oh. So, ich habe noch einen Lebenskristall. Wieder ein für dich. Ach, hallo. Die Höllenpfeile sind geil. Nimm die mit. Hier unten. Okay. Die explodieren, wenn man die abschießt. Und zwei Sachen für dich habe ich. Erstmal das. Okay. Oh, ich bin voll. Und... Obsidian Schädel. Rüst ihn aus bei Zusätze. Geht nicht. Einfach reinziehen. Geht nicht. Warum? Hast du schon einen? Nein. Ich klick rein und es passiert nichts. Hä? Als Zusatzitem anziehen. Ja, geht nicht. Okay. Verstehe ich nicht. Geht. Ich dachte links bei Sozial. Ich dachte, das wäre der Zusatzbeutel. Hält. Hier noch ein Lebensherz. Gut. Ich werde weglaufen erstmal. Habe ich es benutzt? Nein, noch nicht. Hätte man gehört. Hä? Oh, ich habe es in den Mülleimer gepackt, aber ist wieder da. Ja, kann man auch benutzen auf die Weise. Ist allerdings nicht so effektiv. Und Lebenskristall. Nein, ich will nicht von diesem riesen Skelettwurm getötet werden. Warum nicht? Weil er böse ist. Das ist echt ein Kackgegner. Oh, fuck. Ups, das wollte ich am besten nicht. Auch kein Gold mit hier runternehmen. So wie... Aua. Wieso töten wir sie? Vor den zwei Hälften gerissen. Ja. Skelettwurm halt. Mitten in der Mitte durchgeteilt. Diese Höllensteine hier unten bräuchten wir, um uns gute Items herzustellen. Ich muss auf jeden Fall zurück. Nach oben? Ja.
Zu der Oberfläche und einsetzen. Spiegel. Warte, bleib hier, bleib hier. Obwohl, im Moment bringt ja nichts. Warum? Doch, wenn, wenn ich das Haus jetzt repariere, kommst du wieder hier runter. Ach so, oh, okay. Also bringt's doch was. Ich hab's repariert jetzt, das Haus. Ja. Was ist das denn? Ach so, der Mond. Dann packe ich hier einfach mal alles rein. Oh, ich habe den Skelettwurm getötet. Na gut. Oh, wir bräuchten mal mehr Truhen hier oben, weil voll. Ja, ich würde ja gerne hochkommen, weil wir haben ganz unten in der untersten Reihe in den Kisten sind noch ganz viele Truhen. Und jetzt? Ja, hol einfach eine Kiste raus. Okay. Würde ich auch kurz hochkommen und wir gehen dann gleich wieder runter. Ach komm, ich komme auch hoch. Nein! Doch. Oh. Müssen wir nochmal runterlaufen. Oh. Ja, komm. Komm. Hallo, ich muss doch mein neues Item demonstrieren. Wo ist denn der Guide? Ich habe im Übrigen, glaube ich, was ganz interessant ist. Hier. Oh, da. Hast du? Nee, mein Enterhaken. Ja. Wieso? Hä, dein Enterhaken? Und dann muss ich nicht wie einen stärkeren machen? Hä, ist der das? Ist das meiner? Das war deiner. Das ist meiner, gib mal. Ich dachte, das wäre so ein Grund-Item. Nein, das war dein Enterhaken. Ich habe eine Feuerblüte. Blüte. Feuerblume wahrscheinlich, ja. Blüte. Ja. Komm, ich mache mal unser Haus ein bisschen atmosphärischer und hänge hier ein paar Dämonenfackeln rein. Ist doch schon viel vertraulicher. Ja, total. Okay, warte so. Kann man sie? Truhen. Ja, ganz unten, habe ich doch gesagt. Holt ihr halt welche. Hier, unten. Hier unten drin. 5 Stück. 5 Stück, ja. Links. Links 5 Goldschuhen. Okay. Wo ist denn der Guide? Ich kann den nämlich jetzt töten. Links, denke ich. Oh, noch ein Meteorit ist abgestürzt. Cool. Hier ist er nicht. Wo meinst du mit links? Links von unserem Haus. Warum soll der da sein? Da ist er eigentlich immer. Aber nachts sollte er eigentlich im Haus sein. Ach so, ja, aber der mag uns nicht. Huch, der war gar keinem Haus zu. Der war gar keinem Haus zugeteilt. Ach doch, da ganz oben. Komm mal her. Warte. Lass mich eben nur hier das ganze Zeug reinpacken. Silbererz. Ey, ich habe so viel Obsidian. Leuchtstäbe. Okay, ich hab den Guide getötet. Hey! Was denn? Ich wollte das sehen. Wenn du so lange brauchst. Ja, jetzt bin ich wieder schuld. Klar, immer bist du schuld. Okay. Ja. Das Muskete brauchen wir nicht, oder? Nö, ich hab die Pistole, die ist eh cooler. 200 Leben. Ist das das Maximale? Nee, wir können noch eine Reihe Leben finden. Stimmt. Okay. Schnell stapeln. Leuchtstab, wo hab ich denn... Hä? Hab ich den denn hingetan? Nein! Jetzt liegt der da drin. Warte. Oh. Such, German Let's Play, such. Das nehme ich raus. Das nehme ich raus. Und das war alles, was ich rausnehmen wollte. Jetzt gehen wir mal zur Werkbank und schauen mal, was wir hier so craften können an Goldbahn. 15 Goldbahn. Und 18 Silberbarren. Ich kaufe mir jetzt erstmal schön viel TNT, Dynamit. Und zwar... Oh, okay. 22 Kupferbarren, okay. 5, cool. 5 Stück. Wow, so viel. Ja, ich bin reich. Bin begeistert. Danke. Sollte man in meiner Stimme hören, wie begeistert ich bin. Ja. So. Silber, so. Los. Da. Verkaufe ich noch beim lieben Alfred ein paar Sachen. So ganzen Edelsteine, die brauchen wir eh nicht. So viel Zeug. Ich mache mir einen Goldhammer. Haken brauchen wir auch nicht mehr, oder? Nee. Haben wir ja schon. Bombe, 15 Stück. Okay. So. Fertig.
Gut, gut, gut. Tun wir unser Obsidian runter in die richtige Kiste lagern. Genau wie alle anderen Erze auch. Die kommen hier auch hin. So. Nicht, dass ich hier was liegen lasse. Du hast deinen Obsidian-Schädel schon? Ja. Richtig. Ja. Gut, dann brauchen wir nur noch Höllensteine, dann könnten wir uns so ein paar Höllensachen herstellen. Höllenspitzhacke und so weiter. Okay. Gut, was sammeln wir mit, dann. Mit mehr Zusätzen? Wie kriegen wir die jetzt? In Höhlen finden, an sich in Truhen. Oder halt im Dungeon, dann den wir dann. Ich würde eher nach der Hölle, würde ich den Dungeon erst machen. Okay. Gut, Part ist hier vorbei. Ah, ja. Playlist steht oben. Und ja, links von mir steht German Let's Play. Steht? Ja, du stehst links von mir. Ja, rechts. Oh, okay, er steht rechts von mir. Und wir sehen uns im nächsten Part wieder. Bis dann, euer Zombie. Tschüss.